Willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. In der letzten Folge sind wir hier auf dieser Insel gestrandet, auf der Insel namens Guarma in der Nähe von Kuba, da wo wir eigentlich hin wollten, aber wir hatten leider Schiffbruch erlitten und ja, jetzt sind wir hier. Und wie ihr vielleicht an der Minimap erkennen könnt, die ist so schön rot, sind wir hier nicht sehr willkommen. Hier ist Zeug. Das nehme ich mal alles mit. Wir haben nämlich tatsächlich auch unsere Vorräte verloren. Nehme ich mal an. Also während dem Schiffsbruch, ne? Und trage eigentlich nur das bei uns, was wir von den hiesigen Soldaten in der letzten Folge uns schnappen konnten. Wie eben diese Waffe. Und die andere Waffe da an meinem Bein. Okay, und wir haben zwei Auftraggeber. Einmal das D und einmal ein Fragezeichen. Das D steht ja für Dutch. Dutch is waiting for you, and you have that worker situation to deal with. What are you gonna do? I was told to guard this spot. Just following orders. Knöpf dir mal dein Hemd zu. Es ist nicht schön, wie dein Bauch da aus dem Hemd raushängt. So, dann gehen wir. Opala. Okay, ja, Dann gehen wir mal zu dem Fragezeichen. Ich hoffe, unterwegs greift mich keine exotische Lebensform an. Hier in den Tropen weiß man ja nie, gell? Die machen zumindest schon mal interessante Geräusche. Wenn das hier irgendwie eine Schlange auf dem Boden liegt oder sowas. Okay. Auf zum Fragezeichen. Das mache ich vorher mal. Das ist vermutlich diese Arbeitersituation, von dem der Maike gerade gesprochen hat. So, hallo? Herr Fragezeichen? Da hinten. Hallo, Herr Fragezeichen, du... Du kannst mir aber keinen Auftrag geben, oder? Du bist relativ... Ja, au. Fuck. Keine Mücke, so viel steht fest. Ja, ich... ja, gut. Leg dich halt hin. Ist in Ordnung. Entfesselte Wildheit. Oh mein Gott. Versuch's mal mit Englisch. Aha, geht doch. Also wenn du mal aufhörst, mich zu schlagen, kann ich vielleicht antworten, ne? Schau dich nach einem Fluchtweg um. Okay, Fluchtweg, ja. Rechten Arm ziehen, linken Arm ziehen, okay. Ja. Ja. Okay, bringt das was? Schaukeln kann ich. Alter. Chill doch mal, ey. Was bist du eigentlich für ein Sack? Hui. Ich schaukel rum und zalala und plopp. Na, wunderschön. Zupacken. Schlagen? Kann ich dich auch nicht schlagen? Kann ich dich auch irgendwie noch befragen oder so? Wird mir zumindest nicht gezeigt. Also ich schlag dich mal munter weiter. So, okay. I don't know. Maybe they're still trying to get to the other workers. Du hast einen Arm zu wenig, hör mal. I think I hear voices coming from the other ruins down there. Let's sneak down and take a look. Which way? I'll show you. Baptiste, you don't look good. You should rest here. Okay, you'll need this. Danke sehr. Komm, follow me. Mach ich. Den Leon, den haben wir ja schon in der letzten Folge kennengelernt. I know a way we can sneak around. Alles klar. Ich geh mal lieber in die Hocke. Gut, dass du mir das sagst. Sonst würde ich jetzt direkt mein Gewehr auspacken und hier rumballern, aber gut. Wenn du sagst das nicht, dann... Quick!
Warte hin. Okay. Ich, da. Puede estar aquí un mes. Entiendo a lo que se refería. No hay nada aquí. Hay que regresar. Tan solo tres meses más y a casa. Por favor. Okay. They moved. Ja. Sprich ruhig noch lauter. Das. Die sind keine fünf Meter weg. Come on. Oh, in Ordnung. Ja, habe ich vor. A guard. Ja, ich versuch's. Geh aus dem Weg. Okay, follow me. Keep quiet. Pendejo kenne ich sogar, das Wort. Das ist aber nicht Hohlkopf. Psst. Halt mal schön. Also, halt doch einfach mal die Schnitz. Ratas? Criado por el mismo Diablo. Wiedersehen. So, Leon, und nu? ¿Qué tal va todo para allá? Ya casi acabo. Careful. ¿Saben? Por mucho que disfruto viendo un socialista colgando. Ahorcar es un trabajo tedioso, ¿ah? Toma demasiado tiempo. Estás enfermo. Toca ver cómo sigan los prisioneros. A ver si el gringo ya abrió la boca. Oye. Claro que abrió la boca. Siempre lo hacen. Oye. Oye, Mini. Das war ein bisschen knapp. So, und jetzt? Jetzt bleiben wir hier hocken, ja? Follow me. Let's go. Erledige den Henker. Oh. Komm mal her. Wieso? Dankeschön. Okay, mach ich. Ist jetzt egal, dass wir, Lärm gemacht haben, ja? Danke. Und das hören die da auch nicht? Doch. Ich brauche eine Kopfbedeckung. Warte mal. So, perfekt. Gehst du doch mal da drüber, will. Oh mein Gott. Dann nicht. Dann eben nicht. Geh weg. Und du gehst auch mal weg. Eieieiei. Ach, schön. Also, da hätten wir eigentlich auch von Anfang an mit dem Schießen anfangen können, oder? Wunderbar. Mama Kuckuck. Das reicht eigentlich schon, oder? Fuck. Warte mal. Da ist das Gewehr. Es geht doch da ein bisschen besser, oder? Nein. Alter, das gibt... Komm her jetzt. So. Zwei Leute, die da stehen. Okay. Jawohl, perfekt. Ja. Wo steht denn der? Ist da oben. Warte. Den Hammer. Dass ich da nicht drüber hüppen kann, so wie der. Ich hätte mich auch lieber da versteckt. Ah, plündern. Oh, dann nicht. Bien. Este gringo valiente le salvó la vida. Thank you, my friend. I'm Baptiste. I work with Hercule. We owe you our lives. Yes. Thank you. My pleasure. This place makes me miss home. Take care, my friend.
Hercules getting a boat lined up to get you and your men out of here. Just meet him at Cinco Torres. We'll be there. Good, good. Here, this is for you. Thanks. It's not much, Knete. But it's the least we can do. Dankeschön. People are getting home. Ich meine, ich kann ja noch hier die ganzen Wachen plündern, ne? Da kriege ich noch ein bisschen Knete. Es sei denn, es kommt ein Blackscreen und ich werde wieder zum Lager teleportiert. Dann wohl eher nicht. Okay. Das haben wir geschafft. Während Micah sich da schön ausgeruht hat mit seinem offenen Hemd. Ja. Und ich muss natürlich wieder die Scheiße erledigen. Aber egal. Ach ja, ich bin ja im... Anführungszeichen im Lager, ne? Da kann ich ja keine Waffen benutzen. Ja. Okay. Gut. Gehen wir mal zum D. Ich bewaffne mich nur, weil ich nicht weiß, was hier noch so passiert, ne? Ich wurde vorhin schon mit einem Blastrohr getroffen. Das finde ich nicht ganz so geil, muss ich sagen. Ah. Hallöchen! Na, ihr? Komm, fall schon um. Das ist ja jetzt auch geil. Sag mal, was seid ihr eigentlich für Spacken? Repetier-Karabiner bitte. Peng! Peng! So. Okay. Sonst noch wer? Toll, jetzt kann ich Dutch nicht sehen. Wegen meinen Verbrechen, die ich begangen habe. Das, was ihr hier treibt, das sind Verbrechen. Angebrochener Kautabak, na herrlich, vielen Dank. Kann ich auch gebrauchen, mein Dead Eye ist ein bisschen schwer niedrig. Und da kommen auch schon die nächsten Gesetzeshüter. Komm, plünder mal ein bisschen flotter, ich muss abhauen hier. Ich weiß zwar nicht genau wohin, aber ich muss abhauen. Am besten wieder in mein Loch, ja, genau, bis dann. Zum Lager zurück wäre jetzt auch keine so gute Idee, ne? Komm her. Okay. Micah, du kriegst Besuch. Okay. Haben die Verfolgung abgebrochen, das ist sehr schön. Dann mache ich mich mal langsam auf den Weg zum Dutch. Dann können die hier noch ein bisschen sich rumtreiben. Ich bin dann über alle Berge. In einer Mission, da wo sie mich niemals finden. So, aber erstmal hier noch plündern. Okay. Dankeschön für deinen Silberring mit Emblem. Das gefällt mir. Da, hatsch. Da, Papagei. Noch ein Papagei. Da oben. Noch ganz viele Papageien. Cool. Einen habe ich erwischt. Den gehe ich mir jetzt gerade mal rupfen. Ist für mein Kompendium. Hopp. Und rüber da und ruff. So, wo ist er denn gelandet? Hier, rupfen. Ein schöner Ara. Ein hellroter Ara sogar. Wow. Nice. Aber die anderen, die habe ich jetzt verscheucht hier, ne? Was soll's. Hallöchen, Dutch, mein Lieber. Alles fresh? Hey. Hi. So, what's the plan? Well, I found the cave Hercules spoke of and also a guide. She's up ahead. I think we can trust her. Follow me. Uh-huh. The entrance is along here. Just watch your footing. Whoa. Ja gut, solange unten Wasser ist. So, what do we do when we get Javier? Well, gonna get the hell out of here. And set sail for the one place. Ain't nobody gonna be expecting us. Get everybody together. And get ourselves back. On course. Where would that be? Okay, das ist jetzt wieder gefährlich, ja? Place we just escaped from. You want to go back to Saint Denis?
If it was you got left, you'd want us to go back. I'd want it, but I wouldn't expect it. That's the point. Ain't no one gonna expect it. We come back from the wohl recht hat, ne? Everyone, and we leave before anyone realizes we've even resurrected. An insect bite you or something? Because you gone, friend. Also, wenn ich schweres Zeug rede, entschuldige mich, ich habe vorhin einen Giftpfeil in den Nacken bekommen. But with the women, a change of clothes, we're a choir or a gang of pilgrims or something. Whatever you say. Eine Höhle. Fugitives on some Caribbean dump, sneaking through caves while two of our best men got shot back home. How could I doubt you, Dutch? You got no idea, Arthur. No idea at all. I will do whatever it takes for us to survive. I guess that's what I'm afraid of. Hold on. Why? Gloria! Ay, estás tarde. Buenas noches. Buenas noches. Where's that dead office? The money, the gold. Aquí. Dámelo. Eine alte Gewitterhex. Ah, sagt er gerade, schön. Vamos, vamos, rápido. Rápido. This last bit of gold I have in my pocket from the bank. The rest of it is at the bottom of the sea. Exactly. Na, da hat sich ja alles gelohnt. Was wir uns aufgebaut haben. You know, wasn't Fusar one of the fellas Bronte pointed out to us at the party in Saint Denis? Yeah, you're right. I knew I'd heard that. Ach, der dicke General da. So I met up with Leon. That situation with the workers is dealt with. Captured, tied up, beaten. Poor bastards. No, that was me. Are you sure this Hercule fellers ain't just using us? Almost certainly. But he's the best chance we have right now of getting out of this place. Won't be long before someone figures out who we are and sends word to the U.S. So what happened with John and that bank? He survived. Unlike dear Hosea and Lenny. Uh-huh. The only one they took alive. Why is that, you think? I don't know. I was already on the roof. I didn't see it. And Abigail, I presume she was able to slip away in time. What are you talking about? When I look back, willkommen zu Minecraft, meine Damen und Herren. The past few weeks, the apparent superficial chaos. I begin to wonder, maybe for somebody, this is all going exactly to plan. Still ain't sure what you're saying, Dutch. Puede callarse ya. Estamos cerca. Ich hoffe, gleich gibt's eine ordentliche Ballerei. You'll have to lift it. Pardon me, my queen. Kann ich dir helfen, Dutch? Arthur, come help me with this. Wollte ich gerade sagen. Der alte Mann ist schon ein bisschen was schwierig, schwer, meine ich, also ist schon etwas schwach, also das ist alles ein bisschen schwierig, meine ich, also ihm fällt alles schwer, meine ich, also, ne? Genau, sagt ja schon die Gloria. Okay. More. Just a second. Pay more. Pay now. Dutch, what are you doing? Jesus. Easy, Dutch. Oh, God. What was that? Horrible old crone. But you killed her. She was gonna betray us, Arthur. Couldn't you tell? No. Well, I got some Spanish. She was. You keep killing folk, Dutch. Du auch, Arthur. I am just trying to make sure that some of us survive, Arthur. Now, shall we proceed? Darf ich die noch plündern? Mir das Goldstück wiederholen? Listen, son. You think I want any of this? I don't know. Of course I don't.
but I made a pledge to you all. We would survive, no matter what. So how did you know she was gonna betray us? What'd she say? It was in her eyes, in the way she was leading us. But you said you knew Spanish. I know human beings, Arthur. Are you gonna strangle me next? I'm doing the best I can. Oh, da hat aber jemand den Spaß seines Lebens. I come from Mexico. I never met those men. Does anyone believe him? Mr. Simon doesn't believe you. Even the mule doesn't believe you. Eso ni fue para tanto. Sí que deja de actuar. Sabemos que no estuvo tan fuerte. Fue bastante duro. No, la próxima vez será aún más duro. Bueno, ha sido un placer. Siempre me encantaron los mexicanos. So, ist mein Dad Eye voll? Das brauchen wir, glaube ich. Javier. They're all listening to that fool. They won't notice us if we stay quiet. Ja. Guckt auch keiner in unsere Richtung, hä? Dutch. We need to deal with them. Ah, da stellt sich alles so einfach vor. Shut up and build up. Wen machst du, links oder rechts? Alles klar. Und? Ja. Perfekt. Sehr schön Syndrom. Synchron. Nicht Syndrom. Syndrom ist was anderes. Over here. Bloß kein Erschießen. Das wäre nicht ganz so geil. Also, wenn es der Javier ist. Alles andere ist mir dann auch noch egal. It's going there. Well, you know me. Arthur will cause ourselves a little distraction and then poof, we will disappear. Ja, da bin ich mal gespannt. Hallöchen. Take the other side of this door. Ni es una civilización, un país civilizado. Me podía coger y usan zapatos. ¿Tienes algo de tomar? ¿Cómo sabías? Porque te conozco. Sí, escondí una botella. Voy a buscarla. Gracias. Okay, you take the nearest one on the left. I'll deal with his friend. Es una mierda. Der will gerade eine Flasche von irgendwas Leckerem holen. Lass ihn nur noch ein bisschen was leben. Schade. Aber plündern kann ich den. Over here. Ja, gerade einen Moment bitte, Dutch. Er hat bestimmt was Wertvolles dabei. Siehst du, angebrochener Kautabak. Kann ich hier rüber? Nö. Okay, aber hier ist noch was. Her damit. Okay, so viel Zeit muss sein, Dutch. So, ich darf mal. Der hat mir ein Beinchen gestellt. Okay, now we need to create a diversion. What do you think? Find another old lady to strangle? That is enough, Arthur. This is a war. Well, if this is a war, then we need to start blowing some stuff up. Exactly. Dynamite? Oh no, we don't need dynamite. We got a furnace. And lots of sugar. Sugar? Oh yeah. Sabotiere die Zuckerraffinerie mit Dutch. Okay. Ist recht. Du machst die beiden da und ich. Ja, Moment. Öffnen. Oh, das wird lustig.
So, meine Kinder, macht man Karamell. Schließen. Okay. We are nearly there. Halt noch ein bisschen durch, Javier. Wir haben es gleich. Triff dich wieder mit Dutch. Okay. Aber ist Zucker wirklich so gefährlich? Alright, head on out and wait for me. I'll get this going. Ist recht. Also wenn es gleich explodiert, dann sehe ich Zucker ab sofort mit ganz anderen Augen. Aha. Ich bin direkt hinter dir. Guck mal, die eine Wache da, die guckt doch uns genau ins Gesicht eigentlich. Meine Revolver und ich sind bereit. Wow. Okay, vielleicht muss ich ja gar keinen erledigen. Javier, wo steckst du? Wieso kann ich denn jetzt hier wieder nicht her? Ich will doch nur dazu. Wie ich unsichtbare Wände hasse. Komm mal her. So. Hat noch einer überlebt, aber egal. Den da. Wo willst denn du eigentlich hin, Dutch? Zu daher, ja? Okay, einen Moment. Wir versuchen es zumindest. Och, Mann! Versteck dich mal bitte. Dutch, ich bin hier schon. Ich hab mich hier schon versteckt. Geh woanders hin. Also das Gewehr ist ja schön und gut, ne? Aber das braucht einfach zu lange zum Nachladen. Okay, sonst noch wer, ja? Ich versuch's. Oh Mann, oh Mann! Gibt's ja wohl nicht. So. Ach, da willst du her? Von dem Gelände, der will mitten durch die Bude hier, hä? Dutch, kannst du mir vielleicht seinen zweiten Revolver geben? Wäre voll nice. Wäre extrem nice. Och Mann, ich habe erwartet, dass der den da links nimmt. Alter, da stirbt der nicht, gell? Jetzt. Moment, warte mal. Wie bist du hässlich? Wie bist du hässlich? Geh mal weg da. Was zur Hölle? Moment mal. Ich würde mal sagen, du gehst mal ein bisschen weiter weg, ja? Oh Mann, und mein schönes Data ist jetzt wieder total niedrig.
Alter, was ist denn hier los? Guck dir mal diese Menge an. Alter. Oh, verdammt. Habe ich hier irgendwie... Hallo? Bitte trink mal was. Danke. Ja, ich sehe leider nicht, wo ich hinlaufe. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Okay. Soweit, so gut. Halte die übrigen Wachen auf, natürlich. Sehr gerne. Darüber. Der wackelt leider wieder ein bisschen, ne? Das macht das wieder etwas schwieriger. Aber gut, die sind schon mal Geschichte. Okay. Ich dachte, du wärst kaputt oder bist du neuer? Oh Mann, ey. Komm mal her. Okay. Okay, wunderbar. Ich sehe noch drei. Junge. Stirb doch einfach. So, das überlebst du auf keinen Fall. Tut mir leid, da war ich gerade ein bisschen wütend, dass er sich immer wieder hinstellt. Okay, wir haben's, glaube ich. Mein Gott, sind das viele. Huh. Wow. Die Hölle selbst kann nicht wüten. All right. Now, we did what you asked. It's like I said. Fusar knows who you are and knows the price on your head. It's a big problem. I see. But if we can silence him, then I can help you escape before anyone has time to get here from America. That way, we all get what we want. We want to get the boat you promised us. And you will. But you have found yourself in the middle of a war, I'm afraid. Fusar has called in the Navy from Cuba. There's no way a boat could leave right now. Hercule! Hercule, s'il vous plaît! Vite! Vite! Come. Follow me. Bill ist auch dabei. Wo war der denn die letzte Zeit? Den habe ich weder im Lager gesehen, noch irgendwie... Keine Ahnung, und auf einmal ist er da. So now we have a real problem. This must be the boat he called in from Cuba. Oh, that's a goddamn wish. You kind of have to hand it to this feller. Oder ach, da hinne. So what now? We fight or we win. Any of you boys feel like running? So what do we do? Also ich fühle mich danach, da die Gatling zu benutzen. Okay, let's get to it. So, hier liegt noch eine Knarre. Rolling Block Gewehr. Dann her damit. Okay. Am Strand. Also ich sehe niemanden. Ja, ja, ich versuch's. Und hä? Oh Mann. Sonst wäre... Aha. Tut mir leid, aber wenn die so laufen, gell? Ist schon schwierig, dann... Eh.
Genau, bleib ruhig mal. Oh, ne. In den Oberschenkel, das tut weh. Ja, genau, stell dich mal genau dahin, wo dein Kamerad gestorben ist. Das ist bestimmt vorteilhaft. Stell dich mal bitte hin, Arthur. Die Kanone im Pult. Okay, alles klar. Mache ich sehr gerne. Brauche ich mich nicht mehr mit diesem Scharfschützengewehr abzugeben, zu ärgern. War ja schon ein bisschen, weißt du? Die kommen da aus allen Löchern gekrochen. Okay, ich hoffe mal, die Kanone hat auch was Ordentliches geladen. Ja, wie wär denn mit Dynamit oder so? Okay. Ich hätte gern zwei Handfeuerwaffen, bitte. Naja. Was soll's. Nimm die Flinte. Was für eine Flinte? Wo ist die Flinte? Da ist die Flinte. Wo ist sie? Wo ist er denn? Da liest sie doch und sagt nichts. Okay, wunderbar. Also wenn wir uns hier positionieren können, was machst du denn? Arthur! 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 Bist du scheiße oder so? Was soll denn das hier? Junge, wieso hüpfst du denn da hoch? Was soll denn das? Niemand hat gesagt, dass du da hochhüpfen sollst. What the fuck, ey? Ne, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Hallo, hier bin ich. Kuckuck! Ja, wunderbar. Da brauchst du dich nicht wundern, wenn du stirbst. Ja, mach ich. There's a lot of guns out there. So, what do we do? I say we push forward, because if we don't, we're gonna die here and now. Okay, then. Follow me. Ja, kann losgehen. Aber bitte nicht da hochklettern. Da. Nee! 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 Du sollst da in Deckung gehen. Das ist das, was ich wollte. Oh, nee. Das ist das, was ich die ganze Zeit will, aber der klettert hoch. Ist ja schlimm. Hallo. Hallo. Moment mal. Moment, Moment, Moment. Okay. Die Brücke ist schon mal klar. Komm mal hier mit deinem Kopf, nicht wackeln. Danke. Ja, Moment. Ah, den holen wir uns gleich. Ist gut. Gott, nee, hat mich das gerade aufgeregt. Hui. Nähere dich und halte, um ihnen Kampfanweisungen zu geben. Was weiß ja nicht. Erstmal rechte Seite. Achso. Achso. Ja. Okay. Und ich stelle mich hier hin. Oder was? Wo bist du? Achso, da auf dem Boot. Okay. Moment. Das haben wir gleich. Erstmal den hier. Dann kann ich den Rest ohne Dead Eye machen. Vielleicht. Ja. Oder ich habe noch eine bessere Idee. Komm mal her. Nein, nein, what the fuck? Genau das wollte ich eigentlich machen, aber ich habe nicht geschossen. Ach komm, ey. Ich treff nicht. Hoffentlich ertrinkt ihr. Ah, ist das anstrengend, ey.
Der kann auch nicht richtig schießen, weil er so wackelt. Moment. So, komm mal her. Du, dann du. Ich hoffe mal, da schießt auch dein Kopf weg und nicht nur dein Hut. Ah, du bist schon tot, alles klar. So, dann. Wo ist der? Wackelt doch nicht so, ey. Oh Mann. Hab ich wieder mein Data verbraucht. Dieses bescheuerte Wackeln. Ich will eigentlich nur diese Lampe da treffen. Oh. Achso, ich dachte, hier käme man runter. Wo kommt man denn hier runter? Kommt man hier runter? Da kommt man runter, da ist eine Treppe. Ich komme sofort. Einen Moment. Ich muss hier gerade mal runterhüpfen und mir die Knöchel brechen. Oh, nee. Da ist mir gerade mal die Überlänge auch ziemlich egal. Naja, aber irgendwann wird er, okay. Das war's wohl mit der Kanone, oder? Oder gibt's sie noch? Ist die Kanone noch einsatzbereit, ja? Oh, dankeschön. Ich weiß nämlich leider gerade nicht, wen du gemeint hattest. Ja, wir sehen uns dann, Dutch, ne? Wiedersehen. Okay. Bin direkt hinter dir. Aber scheiße, ist das anstrengend. Okay. Ziel auf die Wasserlinie. Okay. So, kannst du mal bitte aufhören? Oh ja. Kannst du dann aufhören, so ein bisschen... Ja, ich meine, du kannst mir auch helfen mit der Kanone, oder? Und dann nachladen und ich schieße. Ich halt einfach mal auf einer Position. Damit das da ein Loch reinreißt. Wow. Alter. Yay. Wow. Was ist da für ein Trümmer an Schiff, ey? Come on. There was quite some shooting, boys. Thank you. What now? Oh, they'll be back. But I found a boat for you. And he should be arriving on the dock anytime now. Great. Micah, go meet with the captain. If he's amenable and discreet, tell him we'll be ready to set sail soon. Bill, come help me collect poor old Javier. Sure. And cool. It was a great pleasure to make your acquaintance. Fuck! Da ist mir die Überlänge gerade mal scheißegal, ja? Eine Dreiviertelstunde sind wir schon dabei hier. Also würde mich auch nicht stören, wenn wir jetzt hier gehen. Ja, also von mir aus können wir gerade hier eine Pause machen, oder? Ich denke mal, das ist ganz gut. So eine Dreiviertelstunde passt. So, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Ich muss mich jetzt erholen. Bis dann.